Letzte Woche wurde der Sprinter, den wir ziemlich lange und mühevoll zu einem Wohnmobil umgebaut haben, von seinem neuen Besitzer abgeholt. Und wir haben uns direkt ein neues Projekt gesucht. Wir haben uns einen Mercedes-Benz Vito gekauft, den wir jetzt auch zu einem Wohnmobil umbauen wollen. Aber dieses Mal muss alles schneller gehen. Aber es scheint so, als hätte das Schicksal was dagegen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Das gibt's doch nicht. Kriegen wir das überhaupt hin? Es kommt ganz darauf an. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo zusammen. Wir haben letzte Woche ja schon einiges an dem Fahrzeug gemacht und diese Woche haben wir uns vorgenommen, alles vorzubereiten, damit wir nächste Woche mit dem Möbelbau anfangen können. Und ich bin gespannt, ob das klappt. Also Thema ist heute isolieren und alles andere vorbereiten, dass eben das funktioniert nächste genau. Woche mit dem Möbelbau. Der Boden muss noch rein, Dachhaube, also einiges zu tun. Los geht's. Letzte Woche ist hier schon einiges passiert. Und zwar sind die Latten schon auf den Boden geklebt. Das ist die Unterkonstruktion. Es ist auch schon alles imprägniert, genauso wie da drüben an der Seitenwand. Da sind die Latten ebenfalls schon draufgeklebt und imprägniert. Und da muss man auch schon vorher wissen, wo alles hinkommt, um das auch richtig hinzukleben. Das Loch für die Dachhaube ist übrigens auch schon drin. Und jetzt fangen wir an zu isolieren. Ja, ohne die geht gar nicht in so einem kleinen Van. Ohne dich nicht schon. Ja, voll. Timo? Ja? Kannst du mir mal was zurechtschneiden? Ah, nehmen wir hier. Oh ja, danke dir. Hier ist so warm drin. Ja, ich glaube, ich ziehe gleich auch meinen Pullover aus. Letzte Woche haben wir euch gezeigt, wie wir den Vito ausbauen wollen. Und da haben wir Folgendes gesagt. Mit was kochen wir eigentlich, Alina? Wir kochen mit Spiritus. Und nein, das tun wir nicht. Ich glaube, das sieht richtig schlecht aus, was den Spirituskocher angeht. Warum? Also der von Dometic wird schon seit, glaube ich, 3 Jahren nicht mehr hergestellt. Ui. Und es gibt ja einen, der heißt HPV Mambo. Und laut Camping Wagner ist er erhältlich erst ab dem 10.02. Bis dahin sind wir hoffentlich schon fertig. Also das bedeutet für uns, glaube ich, sogar, dass wir noch doch einen Gaskocher einbauen müssen, oder? Und das würde bedeuten, dass wir die komplette Küche neu konstruieren müssen, weil da ja dann auch eine Gaskiste reinkommen müsste. Entlüftung und was auch immer, du weißt, was das für ein Schnickschnack ist. Ja, ein ganzer Rattenschwanz. Ja, in den kleinen Camper. Aber wir haben noch einen Kocher da, weißt du noch? Ja, stimmt. Ja. Und der ist eigentlich auch ganz gut. Das ist derselbe Kocher, den wir auch in unseren letzten Van eingebaut haben. Ja. Und den können wir jetzt einfach nehmen, müssen wir nichts bestellen. Ist auch super. Also ein Gaskocher von Dometic. Genau. Haben wir noch da. Ja, schauen wir mal. Das ist ganz schön kompliziert, jetzt alle Technik in den Küchenblock unterzubringen. Weil der Küchenblock ist nur so klein. Und da soll eine Kühlbox rein, da soll ein Wassertank rein, da soll ein Abwassertank rein, da soll die Batterie rein, da soll die Standheizung rein und jetzt auch noch ein Gaskasten. Oh Gott, kriegen wir das überhaupt hin? Was sagt deine kluge Zeichnung? Die sagt, es kommt ganz darauf an, was wir für einen Wassertank und für einen Abwassertank brauchen. Okay. Ja, und natürlich, wie es unterm Auto aussieht, weil der Gaskasten darf ja nicht in der Nähe vom Auspuff entlüftet werden. Dann schauen wir mal runter, komm. Ha? Ja. Oh, ganz schön eng hier unter dem Auto. Ist nicht so wie im Sprinter, ha? Sprinter oder unterm Sprinter. Ganz mal drüber, ja. Aber ich glaube, wenn wir ganz in die Mitte gehen, dann sollte es funktionieren. Mhm. Mal etwas warm hüpfen, ja. Das ist wieder so kalt in der Werkstatt geworden. Aber es bringt ja nichts, egal was los ist, wir müssen irgendwie weiterkommen. Oh, der war im Weg. Und ja, komm, lass uns mal weiter isolieren. Ja, okay. Dass wir vorankommen. Hier! Bitteschön!
Ich habe schlechte Neuigkeiten, was den Gaskocher angeht. Und zwar habe ich gerade bei der Recherche nach dem Spirituskocher etwas sehr Interessantes gefunden. Und zwar, dass Dometic eine Rückrufaktion gestartet hat und dass der Gaskocher, der sich hier bei uns noch in der Werkstatt befindet, wahrscheinlich auch von der Rückrufaktion betroffen ist. Aber nicht nur der, sondern wahrscheinlich auch der Gaskocher, der bereits im Sprinter verbaut ist, was echt blöd ist. Deshalb müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen. Ich muss dem auf jeden Fall nachgehen, die Nummer nochmal prüfen und den Hersteller nochmal anschreiben. Und der Timo hat echt noch keine Ahnung. Timo, ja? Der Gaskocher ist von der Rückrufaktion betroffen, gell? Ich habe gerade die Nummer verglichen. Also halt, stopp, der Kocher, den wir jetzt noch haben, den wir einbauen wollen. Ja, genau, der. Und was machen wir jetzt mit dem? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und da hier die Nummer, die passt überein. Also genau der Kocher, den wir in zweifacher Ausführung gekauft haben, der auch übrigens in dem Sprinter verbaut ist, der ist von der Rückrufaktion betroffen. Auch der, den wir schon weg haben? Ja, ja. Ach, wir haben beide die gleiche Nummer. Ja. Was machen wir mit dem, der da schon drin ist? Ich glaube, ich muss das erstmal mit Dometic klären, weil es gibt da noch so ein paar Spezifikationen, wie man das noch überprüfen kann. Ich glaube, ich muss da einfach mal anrufen. Ja, heute sind wir nicht vom Glück verfolgt, sag ich mal. Ja, ist betroffen. Neuer Kocher wird zugeschickt, aber es kann dauern. Wahrscheinlich 2 Monate. Das heißt, ja. Ist auch der Kocher von unserem anderen Sprinter betroffen? Mhm. Ja, was machen wir damit? Ja, ich muss die Besitzerin anrufen und er wird ausgetauscht. Oder ja, beziehungsweise wir dürfen den austauschen, wenn in 2 Monaten der neue Kocher da ist. Ja. Ja. Und ich darf jetzt einen neuen Kocher für das Fahrzeug suchen. Juhu! Toll. An diesem Tag ging irgendwie nichts mehr und wir beschlossen, mit einer Flasche Wein und gutem Essen in unserem Sprinter mal raus ins Feld zu fahren. Das ist doch ein schöner Stellplatz, oder? Ja, voll. So voll im Feld, hier ist einfach rein gar nichts. Echt ein Korken, ey, und wir haben keinen Korkenzieher dabei. Echt? Ja. Heute ist nicht unser Tag, Aline, heute ist nicht unser Tag. Nein. Aber hier stand noch jemand anderes. Müssen wir mal fragen. Du darfst. Ich habe meine Schuhe schon aus. Keiner da. Echt? So ein Pech aber auch, oder? Mann, jetzt haben wir eine tolle Flasche Wein und können es nicht aufmachen. Ach, Mann. Kriegen wir schon hin. Tim, was hast du vor? Ich will den Korken reindrücken. Der ist durch, der Korken. Ja? Echt? Ja, ist durch. Für alle, die den Van hier noch nicht kennen, das ist unser erster Sprinterausbau. Mit dem haben wir die Europareise gemacht und den nutzen wir halt auch sehr häufig im Alltag. Wie heute zum Beispiel, dass wir halt einfach damit rausfahren nach der Arbeit. Guckt euch mal den Timo an. Und? Apropos Leben genießen. Hey, wir wollten noch zusammen eintrinken. Ach, wir haben nur einen Becher da. Ja. Okay, dann lass es dir schmecken. Wir genießen jetzt noch den Abend, deshalb bis morgen. Gute Nacht, bis morgen. Wir sind wieder in der Werkstatt und der Timo hat schon angefangen zu isolieren und das schauen wir uns jetzt mal an. Und? Ja, ich habe schon angefangen, Armaflex zuzuschneiden. Der Boden ist auch schon fast fertig, von den Teilen zumindest geklebt sind sie noch nicht. Aber dafür brauche ich gleich mal deine Hilfe. Ja, aber sieht doch schon mal sehr gut aus, wie weit du bist. Solange Alina jetzt drin Armaflex klebt, werde ich mich mal um den Boden kümmern. Armaflex ist weitgehend fertig. Mhm. Und jetzt kommt der Boden rein. Komm, wird schon heiß drauf zu sehen, wie es richtig
schön aussieht innen drin. Genau, der Boden hier, das ist der originale Boden, da haben wir die Löcher zugemacht und den noch ein bisschen imprägniert. Mhm. Und den packen wir jetzt rein, ja? Ja. Nee, dann müssen wir noch ein Stück zu dir. Oh. Ah, jetzt ja. Jetzt? Jawohl! Ja! Hey! Und wie ist das jetzt auf einmal so leicht gefallen? Mann! Cool! Voll gut! Und zack, der Boden ist drin. Das ging tatsächlich relativ schnell. Der Boden ist jetzt drin und Armaflex ist auch fast überall drauf. Also ich bin wirklich zufrieden mit den letzten Arbeitstagen. Ich meine, wie mega ist das denn? Guck mal, wie weit wir vorangekommen sind. Ich finde das total klasse. Ja, finde ich auch. Aber ihr seht, auch uns passiert häufiger, dass nicht alles so läuft wie geplant. Ja, wir mussten jetzt noch einen neuen Kocher bestellen. Ja, aber wenn er jetzt nächste Woche ankommt, dann können wir weitermachen und du kannst ja in die Küche machen. Ja, das wäre es, nächste Woche so schon die cool. Küche zu bauen. Deshalb bleibt dran, abonniert sehr gerne unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. Und ihr seht, ihr könnt gespannt sein auf nächste Woche. Tschüssi. Ciao.